Hallo zusammen. Wir sind heute auf der Messe in Düsseldorf. Und heute ist Andrea mit dem Sohn. Ja, ist richtig, ja? Richtig. Hallo zusammen. Die Gastfachfrau. Und wir werden ein paar Fragen, ein paar Kommentare beantworten und schätzen wir so ein bisschen, was wird kommen in Zukunft. Ja? Andrea werden wir auch ein paar Fragen stellen, aber am meisten werden wir mit dem Techniker sozusagen, mit der die ist im Lager, mit der die schickt uns die Ware und so weiter und so fort. Haben wir kurz früher gelacht. Andrea ist ein bisschen zu müde auf dem Weg, so viele Stunden, und dann sagt, bitte stell mir nicht so viele Fragen. Mach ich, kein Problem. Aber du musst in dem Film sein, weil du bist die Gastfachfrau und der ist wahrscheinlich der nächste Gastfachsohn oder Mann oder so etwas in der Richtung. Genau. Heutzutage ist es immer so auf dem Markt, die Leute haben einfach, die wissen nicht, was mehr zu glauben. Weil eine sagt so, eine sagt so, eine sagt so. Und wir möchten gerne euch heute ein bisschen, wie gesagt, sagen, woher bekommen wir unsere Informationen, woher kommt diese, was musst du das geändert und das geändert und so weiter und so fort. So, erstes Mal, du bist dran. Woher bekommen wir alle die Informationen? Also prinzipiell besteht immer ein recht großer Wechsel an Informationen. Natürlich sind wir auch immer direkt in Verbindung mit Alugas selbst. Vorteilhafterweise ist Alugas auf Luftlinie nur ein paar Kilometer von uns entfernt. Und die setzen sich natürlich auch immer wieder mit allen Gremien zusammen und versuchen halt, vieles leichter zu machen. Natürlich, wenn verschiedene Meinungen aufeinandertreffen, klappt das nicht immer. Allerdings haben wir auch Dozenten. Ein recht bekannter Dozent, den wahrscheinlich auch viele Techniker und Handwerker kennen, wäre der Herr Klaus Groß. Der war früher beim ZKF und auch selbst beim DVAG. Jetzt allerdings auch mit seinem eigenen Schulungszentrum selbstständig geworden. Ja. Und auch selbst haben wir natürlich auf unserem Weg auch Kunden dazu gewonnen, die früher selbst beim TÜV oder bei der DEKRA waren. Und auch da haben wir auch immer mal wieder Kontakt oder vielmehr dann die Meinungsverschiedenheiten offengelegt bekommen, woran es dann auch manchmal scheitert. Aber der eigentliche Informationsfluss natürlich über Dozenten, geschulte Leute und den Hersteller selbst. Genau, genau so ist. Das habe ich euch auch gesagt. Und da bekommen wir auch unsere Informationen, nicht einfach von das haben wir irgendwo gehört oder irgendwo, es ist alles sind offiziell. Ja, ich weiß, jetzt kommen wieder viele und sagen, aber schreibt nirgendwo eine Gesetz und da, aber da bekommen wir die offizielle Information und offizielle Änderungen in diesen Sachen. Ich denke, das Problem ist halt einfach, die Foren sind mit Sicherheit super. Ja, man kann sich schön austauschen, aber alles, was Normen angeht oder was mögliche Änderungen angeht, sich da auszutauschen, finde ich immer sehr schwierig. Also ich bin ein Befürworter, dass man einfach sagt, wirklich, ich rufe die Fachhändler an oder auch sehr gerne uns, weil wir einfach wirklich den Stand haben, was ist jetzt, wie wird es kommen. Möglicherweise wird sich was ändern, aber grundsätzlich bleibt es jetzt erstmal gehabt. Aber sobald, das kann ich sagen, sobald wir wissen, was sich ändert, wenn es offiziell ist, werden wir das auf unserer Seite veröffentlichen und natürlich alle unsere Händler darüber informieren, genau, wie der Stand ist. Laut Aussage wird es dieses Jahr wahrscheinlich nicht sein. Julian hat ja bereits ein Video darüber gemacht, wie die möglichen Änderungen sein könnten. Bedeutet, dass es nur noch eine Montage in der Seitenwand geben wird. Offiziell ist das noch nicht. Aber wie gesagt, sobald es offiziell ist, werden wir das, wenn es denn so kommen wird, auf unserer Seite veröffentlichen. Genau, genau. Wir werden jetzt gleich 2-3 Minuten über wissen alles, was kommt und so weiter. Ich habe selbst alle die Informationen direkt von euch, oder ich habe meine Schulung gemacht bei DC, DVAG. Genau. Da auch noch ein ganz großer Punkt, was ich ganz, ganz oft höre, gerade auch im Forum lese. Ich war beim TÜV und habe aber gesagt bekommen, das ist verboten. Prinzipiell ist es in dieser Branche ganz oft, dass Kennzeichnungen verwechselt werden. Und da muss ich den Kollegen trotzdem auch mal größten Respekt geben, weil der TÜV ist niemand, der direkt nur Leute für die Gasschulung hat. Der TÜV kümmert sich um alles. Der kümmert sich um eure Bremsbeläge, der guckt, ob der Auspuff richtig hängt, der guckt auch, ob die Schraube an der Schelle richtig ist. Natürlich, und auch jeder, der eine Ausbildung im Handwerk gemacht hat, wird das kennen,
Es gibt Wiederholungsfristen für jede Schulung, für jeden einzelnen Bereich. Und keiner kann die immer wahrnehmen. Es ist ein unfassbar großes Aufkommen, egal in welcher Branche man ist. Und da kommt man nicht hinterher. Und da ist es auch ganz normal, dass man verschiedene Meinungen hört. Und dass manche natürlich auch nicht immer die Zeit haben zu sagen, ich kümmere mich da jetzt drum. So kommen manche Aussagen auch zustande. Aber auch da bitte ich auch jeden, weil da hatten wir sehr viele Anrufe, auch immer um Verständnis. Die Kollegen sind sehr beschäftigt und das braucht immer ein paar Jahre, bis es überall ankommt. Das ist normal. Genau. So, erstes Mal. Ich habe euch gesagt, dass ab dieses Jahr ist Pflicht der Gasprüfung. Ja? Bis jetzt war so, was machen wir, was wann? Niemand wusste, aber jetzt ist Pflicht, so Gasprüfung Pflicht. Dann habe ich einen Film gemacht, das wird kommen, diese Tankstutz. Die wollen nicht mehr ins Auto, egal ob Kastenwagen oder ganz normaler Auto auf dem Seite klappen oder so. Das wird auch geändert. Und sollen wir auch die... Genau. Dann komm mal hier kurz. Ich werde euch erklären und dann weiter kannst du. Früher wurde diese Änderung gemacht. Früher war mit einer Schraube und dann haben die gesagt, nee. Schraube ist nicht mehr okay, wir machen eine Flügelmutter, sodass die, in der Fall, die eine Unfall kommt, Feuerwehr oder wir als Kunde oder auf, wie auch immer, das konnten die ohne Werkzeug diese Gasflasche einfach raus. Da hat allerdings auch noch, wir dürfen nie vergessen, wir leben in Deutschland. Die Bürokratie ist immer ganz groß geschrieben in unserem Land und das war auch das, was ich vorhin meinte mit Kennzeichnungen verwechseln. Ganz oft, was viele dann auch schon gehört haben, ist dieses 8G, 20G feste Verrohrung mit dem Chassis verbunden. Genau. Seine Kennzeichnung, die fällt unter die R6701. Und die trifft dann meistens schon zu, wenn etwas fest verbaut ist. Und das Problem vorher war, es war eine Halterung, die mit einem Imbus befestigt wurde. Richtig. Und sobald etwas mit Werkzeug angegangen wird, ist das Ganze fest verbunden. Und das bedeutet wiederum, dass diese R67-Regelung halt eben greift. Weshalb man nun eben diese Flügelschraubmutter hat, weil sobald etwas mit Hand zu lösen ist, ist es halt ein ortsbeweglicher Behälter und eben nicht mehr ortsfest. Genau. Mag manchen etwas schwachsinnig vorkommen, aber das ist die Bürokratie. Und so hat man halt eben einen Kompromiss zwischen den beiden Dingen gefunden. Richtig. Und dann, wenn das hier kommt, dann kommt viele Kommentare und viele mit der Idee, ja, aber was machen wir mit dem schwarzen Schlauch, weil der ist auch fest. Und wenn so etwas passiert, machst du die Flasche raus. Aber was machen wir mit der? Brauchen wir eine Messe? Brauchen wir Werkzeug wieder und so? Und deswegen, es kann gut. Oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Ist relativ groß. Und kannst du jetzt bitte erzählen? Genau. So etwas, so das konnten die Leute einfach auch die komplette Anlage weg. Also was wir halt hier eben haben, ist etwas, was halt, sag ich mal, in älteren Generationen bei den Unterflurtanks auch schon bekannt war. Hier haben wir halt einfach nur den Vorteil, dass wir halt eben mit einem einfachen Zug zurück das Ganze lösen können. Bedeutet also, hier wo jetzt an dem Tankstutzen selbst der Schlauch befestigt wurde, wird dieses Teil dazwischen geschraubt. Ist jetzt ein gewinkelter Anführung, wird es aber natürlich auch ein gerade geben. Und wenn das hier hinten dran befestigt wird, ist im Brandfall die Möglichkeit gegeben, das Ganze einfach zurückzuziehen. So, jetzt haben wir natürlich hier auch das Problem, dass, sage ich mal, manche Leute, die daran rumspielen können, das auch gerne einfach selbst rausziehen. Und dafür gibt es halt eben eine Art Plombe, die dann eben noch gesichert wird hiermit, eben auch mit Nummer. Die kann man dann auch eintragen, dass man halt sieht, dass man keine nachträglich wieder erneuert hat. Und da ist halt einfach nur der Vorteil, dass man halt eben, weil man hier schnell durchknipsen kann, das eben schnell rauszieht, die Flaschen eben schnell entnehmbar sind. Jetzt ist natürlich auch wieder die Sache, das Ganze wird bürokratisch noch bestimmt. Natürlich weiß ich, dass viele Feuerwehrmänner oder auch Menschen der Freiwilligen Feuerwehr sagen, wenn eine Karre abbrennt, geht da keiner ran. Ich selbst komme früher aus dem Rettungsdienstbereich, ich weiß, dass da keiner dran geht. Aber auch hier hat man wieder probiert, einfach einen Kompromiss zu finden. Richtig. Man hat einen Sicherheitsaspekt gesehen, der nicht ganz gedeckt war und hat halt jetzt versucht, ihn so gut wie möglich umzusetzen. Und dafür finde ich eigentlich, ist es zumindest in der Praxis gut umgesetzt worden. Ob es dann halt auch immer so funktioniert, ist die Sache. Aber man hat zumindest mal einen Kompromiss gefunden, der auch einheitlich gemacht werden will. Genau. Ich habe gerade gesehen, du wolltest etwas dazu sagen. Was ich vielleicht auch noch ganz wichtig finde, ist zu sagen, dass es auch zweimal einen Rückschlag hat.
Also ist auch nochmal ein Sicherheitsaspekt auf jeden Fall. Ja. Ja. Also in beide Seiten haben einen Rückschlag nochmal, was auch nochmal ein großer Sicherheitsaspekt ja. ist. Noch ja. eine Sicherung für genau. unsere Kunden. Ja. Ja. Sehr schön. Dann, ich glaube, wir haben erstes Mal sozusagen alle die Aspekte, alle die, die was wird kommen, was werden nötig sozusagen gut erklärt, wo wir die Informationen bekommen und alles. Ich glaube, haben wir erstmal alles. Wenn etwas neu kommt, wir sind sowieso da. Wir sind direkt auf unserer Seite. Wir werden euch informieren darüber und es wird dann auch irgendwann natürlich die entsprechende Betriebsanleitung dazu geben. Genau. Es sollte natürlich auch die Frage aufkommen, wo man das Ganze kaufen kann. Es wird zu kaufen sein, wenn das Ganze wirklich abgeschlossen und offiziell ist. Dann wird es auch in unserem Shop landen oder halt eben auch bei sehr guten Händlern selbst im Repertoire sind. Genau. Die Leute, haben wir auch kurz gesprochen über das Thema, die Leute, die schon diese Anlage haben, das ist auf jeden Fall kein Problem nachzurüsten. Nein. Also wir werden, wenn das wirklich offiziell wird, werden wir das natürlich als Nachrüstsatz anbieten. Na klar. Richtig. Ist auch problemlos möglich. Werden es natürlich auch unsere Händler werden das als Nachrüstsatz. Und was ist mit dem Tankstutz? Wahrscheinlich müssen die auch ändern, oder? Wahrscheinlich wird es so kommen, dass eben der Tankstutzen wirklich nach außen muss. Ja. Das wird wahrscheinlich so kommen. Ob das dieses Jahr noch sein wird, ich kann es nicht sagen. Ja. Wenn kommt, wie du gesagt hast, wir werden das offiziell machen. Richtig. Auch für viele Leute, die Angst haben, ein Loch ins Blech dann zu bohren, wenn es nach außen geführt wird, können gerne auch bei einem sehr gut ausgebildeten Händler oder auch gerne bei uns nachfragen. Richtig. Dann schaue ich mir gerne das Fahrzeug mal an oder ihr könnt mir Bilder schicken und ich kann euch sagen, wie ihr es am besten an eine Stelle anbringen könnt, ohne dass die Rostgefahr besteht. Und auch manchmal, ich weiß, selbst mit 3 Dosen Zinkspray können Rostbläschen entstehen, aber selbst dann. Es gibt für alles eine Lösung, gerne fragt immer. Genau. Ja Leute, ich hoffe, das haben wir eure Frage beantwortet und ihr habt gehört, wo wir die Informationen nehmen und so. Hier macht niemand einfach so, weil er Bock hat, eine neue Gesetz oder eine neue Variante zu bekommen. Das ist offiziell oder ist offiziell, dann sagen wir, das ist offiziell oder irgendwo wird kommen. Ja, ich hoffe, dass habt ihr genug Informationen jetzt von uns. Wir danken an Andrea. Ich danke dir, Julian, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Ich danke an der Sohn, an den nächsten Gastfachmann. Und gerne bei uns melden. Bei Fragen, wir sind erreichbar. Direkt kaufen, keine Ahnung, selbst einbauen, muss ja aufpassen, dass die müssen danach eingetragen werden. Oder einbauen lassen gerne bei uns in alle beiden Filialen, Mönchengladbach oder Bruckberg in Landshut. Julian sagt erstmal Tschüss, danke nochmal. Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in unserem nächsten Video. Tschüss. Ciao. Tschüss.